Du hörst Episode 84 vom Schiebpreneur Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. In dieser Episode habe ich eine meiner Mastermind-Ladies zu mir eingeladen. Wir sprechen über die Entwicklung ihres sehr erfolgreichen und wachsenden Online-Business und du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und erfährst, warum das, mit dem du startest, nicht die Endstation sein wird. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein heutiger Gast ist bereits seit 2014 im Online-Business unterwegs. Sie startete, indem sie Kleinunternehmerinnen und Unternehmer beim Social-Media-Marketing, beim Bloggen und beim E-Mail-Marketing beriet. Sie brachte ihren ersten Online-Kurs noch im selben Jahr raus und seitdem hat sich jede Menge verändert. Nicht nur ihre Produkte haben sich verändert, sie selbst ist von der Selbstständigen zur Unternehmerin geworden und hat in 2020 die Magic Business School als GmbH gegründet. Freu dich auf eine super inspirierende Episode mit Katharina Lewald. Katharina, wir beide sind ja jetzt schon ein paar Jahre im Online-Business unterwegs. Erzähl doch mal, wie sah dein Business aus, als du gestartet bist? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gern können wir da mal drauf zurückschauen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich quasi so gut wie nichts mehr so, wie es ganz am Anfang war. Von daher kann ich auch nur sagen, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man gleich am Anfang die perfekte Lösung für alles findet, sondern im Gegenteil, man fängt eigentlich an, sich auszuprobieren und dann verändern sich die Angebote natürlich auch und auch die Zielgruppe so ein bisschen. Ich habe ja ganz am Anfang gestartet, ich hatte einfach nur einen Blog gestartet, der hieß damals Bloggen für schlaue Frauen und da habe ich einfach Tipps gegeben, wie man mehr Leser gewinnt, wie man bessere Blogartikel schreibt und so. Und dann, als ich auf die Idee kam, daraus könnte ja auch ein Business werden, habe ich dann die Zielgruppe so ein bisschen dahingehend geändert, dass ich gesagt habe, hey, für wen ist denn Bloggen jetzt eigentlich interessant? Weil mit so einem Hobbyblogger, der wird jetzt nicht viel Geld ausgeben, um da jetzt eine Beratung zu bekommen oder so, sondern das ist eher interessant für Leute, die Kunden gewinnen wollen mit einem Blog. Das heißt, ich habe dann also angefangen und habe eher darüber gebloggt, wie man mit einem Blog Kunden gewinnen kann. Und habe dann dort natürlich auch meine ersten Kunden selber darüber gewonnen. Und als ich das geschafft hatte, konnte ich natürlich auch mit ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein daran gehen. Und dann war einer meiner allerersten Online-Kurse tatsächlich, wie man eben einen Blog aufbaut, mit dem man eben auch Kunden gewinnt. Und diesen Kurs, den gab es, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahre, ich weiß es nicht mehr, den gibt's schon ganz lange nicht mehr, weil ich ja mittlerweile auch wirklich Business Coach bin und wirklich Business Aufbau mache und eben nicht mehr nur, ne, wie baue ich mir mit dem Blog irgendwie Kunden auf? Bloggen ist ja heute auch irgendwie nicht mehr so en vogue, wie das noch vor einigen Jahren war. Und von daher, ja, hat sich das total verändert. Dann kam nochmal irgendwann ein Kurs zum Thema E-Mail-Liste aufbauen, der auch sehr populär war und sehr gut funktioniert hat. Das war, ich glaube, 2 Jahre, nachdem ich gestartet bin, habe ich den gelauncht. War mein erster richtig großer Launch mit einem 5-stelligen Umsatz damals, also ein riesengroßer Durchbruch. Aber auch den Kurs gibt es mittlerweile nicht mehr. Also ich habe mich da auf jeden Fall weiterentwickelt und heute sieht da mein Angebot auch nochmal ganz anders aus als am Anfang. Also ich kann nicht behaupten, dass das am Anfang alles einmal gebaut wurde und dann für immer so geblieben ist. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich weiterentwickle, umso schneller und häufiger ändert sich da auch wieder was. Das stimmt, das kenne ich genauso. Ne? Das ist, verändern sich einfach so viele Sachen, weil wir einfach natürlich auch weiter wachsen, neue Erkenntnisse haben und natürlich auch merken, dass unsere Kunden vielleicht was ganz anderes wollen, beziehungsweise, dass wir aus unseren Produkten rausgewachsen sind. Und deswegen finde ich das Thema auch so spannend und wollte da mit dir einmal drüber sprechen, denn viele
ja, scheitern wirklich an diesem allerersten Schritt, einfach mal mit einem Produkt rauszugehen. Du hast eben gesagt, du bist mit einem Blog angefangen. Hast du damals noch nebenbei gearbeitet oder hast du damals überhaupt noch gearbeitet? War das dein Hobby, mit dem du gestartet bist? Oder war das damals schon die Selbstständigkeit, wo du gedacht hast, okay, ich baue mir jetzt einen Blog auf, um irgendwann mal damit Kunden zu verdienen? Also ich glaube, als ich den Blog damals gestartet habe, da war diese Idee mit dem Business noch gar nicht da, sondern das war eher so neben meinem damaligen Job sozusagen so ein bisschen Hobby und so irgendwie hatte ich Lust da drauf. Und dann habe ich aber relativ kurz, nachdem ich gestartet bin mit dem Blog, glaube ich, dieses Buch gelesen, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Und das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet und mich plötzlich auf die Idee gebracht, hey, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich mir mit diesem Blog ein Geschäft aufbauen könnte. Und als dann der Job zu Ende gegangen ist, ein paar Monate später, da habe ich dann auch mich entschieden, direkt Vollzeit selbstständig zu werden. Also ich habe da nicht irgendwie so hin und her noch mit Teilzeit und so, sondern der Job war halt vorbei und ich konnte mich dann entscheiden, mache ich jetzt gleich Vollzeit Selbstständigkeit oder suche ich mir noch einen kleinen Job oder doch erstmal wieder Anstellung. Aber der Leidensdruck war einfach so groß, weil ich gemerkt habe, Anstellung ist einfach nichts für mich auf die Dauer und deswegen habe ich dann entschieden, mich gleich Vollzeit selbstständig zu machen. Wenn ich die Geschichte erzähle, sage ich immer dazu, dass es nicht für jeden der richtige Weg sein muss und dass ich das auch nicht jedem genauso empfehlen würde. Für mich persönlich war es exakt der richtige Weg und ich bin heute sehr froh, dass ich alles so gemacht habe. Aber es war auch nicht einfach. Gerade so die ersten 2-3 Jahre gab es auch sehr viele Tränen. Es gab sehr viele Zeiten, in denen ich echt richtig viel gearbeitet habe. So viel, dass es mir auch wirklich zu viel war. Es gab wenig Urlaub. Es gab wenig Wochenenden, wo ich wirklich frei gemacht habe. Es gab wenig Hobby und es gab auch, es gab auch eine Zeit, ich glaube nach ungefähr einem Jahr, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob ich mir nochmal einen Job zusätzlich suche, um einfach ein bisschen das Finanzielle sozusagen besser hinzubekommen. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht und es hat sich dann auch letzten Endes auch als richtig rausgestellt, dass ich es dann doch nachher gar nicht brauchte. Aber dafür hatte ich halt von Anfang an auch sozusagen diesen Druck, in Anführungszeichen, natürlich auch Geld zu verdienen mit meinem Unternehmen. Also ich konnte jetzt nicht da irgendwie sagen, oh ja, wenn ich jetzt ein Jahr lang erstmal kein Geld verdiene, macht das nichts, weil ich hatte keine Rücklagen, ich hatte keine Ersparnisse großartig und ich musste wirklich von Tag 1 anschauen, dass auch wirklich Geld reinkommt. Und ich glaube, das war für mich persönlich auch gut so, dass ich dann eben auch nicht die Zeit hatte, da lange rumzuwursteln, sondern ich musste halt wirklich zusehen, dass da was passiert. Ja. Total. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, den du eben auch gesagt hast, ne? Dass ich den Druck hatte, damit Geld zu verdienen. Und wenn wir den Druck haben, mit etwas Geld zu verdienen, dann stellen wir den Perfektionismus hinten an. Dann sind wir viel, viel mutiger, trauen uns viel mehr zu und denken, okay, das muss jetzt irgendwie klappen. Und ich habe das ja auch schon ganz oft erzählt. Bei mir war es ganz ähnlich. Also ich habe ich habe so ungefähr 6 Monate so ein bisschen rumgedümpelt und an Webseite und Blog und sowas gebaut, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh Mist, jetzt muss ich aber mal Geld verdienen und ich habe nicht wirklich was getan, um Geld zu verdienen und habe dann wirklich innerhalb von 3 Monaten, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, jetzt wirklich mutig zu sein und mein Angebot zu verkaufen, bin ich eben rausgegangen und habe mein Angebot verkauft und das hatte eben auch ganz viel mit Druck zu tun und heute ist es eben auch ganz oft so, dass viele Frauen, also meine Zielgruppe sind ja Frauen, dass viele sich nicht trauen, rauszugehen, wenn sie halt noch nicht das perfekte Angebot haben. Aber auch aus meiner Erfahrung entwickelt sich einfach alles weiter. Also alles ist in einem stetigen Wandel. Wir haben uns natürlich auch krass verändert in den letzten Jahren. Und mit unserem Wachstum verändert sich natürlich auch unser Angebot, ne? Unsere Angebote. Ja, total. Und ich hatte am Anfang tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen die Vorstellung, oh geil, Online-Kurse, du erstellst einmal den Kurs und dann kannst du auf Jahrzehnte sozusagen damit Geld verdienen. Und wenn ich gewusst hätte, wie das eigentlich wirklich ist, ich weiß nicht, ob ich dann angefangen hätte, aber so im Nachhinein war das schon alles okay, so wie es war. Aber definitiv ist es nicht so. Also dieses einmal einen Kurs erstellen und dann Jahrzehnte verkaufen, also gerade, ich sag mal, im Business-Aufbau- und Marketingbereich, da gerade auch im Marketingbereich, Online-Marketing verändert sich ja auch unglaublich viel.
Was ich allerdings auch nicht so von Anfang an eingeschätzt hatte, war, dass ich mich auch verändere. Und wenn ich mich verändere, auch meine Bedürfnisse sich verändern und ich einfach an bestimmten Themen irgendwann auch nicht mehr so den Spaß habe, weil die für mich nicht mehr so die Herausforderung darstellen, sage ich mal. Und habe ich erst so die letzten, ja, ich sag mal so 2 Jahre eigentlich gemerkt, dass ich gemerkt habe, hey, ich würde gerne auch mehr mit fortgeschritteneren Unternehmerinnen arbeiten, die eben nicht ganz am Anfang stehen. Allerdings ist dieses, die Gruppe von denen, die noch ganz am Anfang stehen, die ist ja die größte natürlich. Und da kommen natürlich auch immer wieder Leute auf uns zu und wir haben da auch entsprechende Programme. Aber mittlerweile ist es so, dass diese Programme dann zum Beispiel von meinem Team eher betreut werden und ich dann eben eher die Kunden betreue, die schon weiter sind mit ihrem Business und dann eben auch schon Kunden haben, auch schon Umsätze haben und dann eben auch nochmal ganz andere Bedürfnisse und Herausforderungen haben, als die, die noch ganz am Anfang stehen. Super. Das heißt, du hattest, wenn ich das richtig sehe, vielleicht gibt es da auch noch mehr, hast du so 2 große Sprünge gemacht. Vielleicht sind es auch mehr, vielleicht kannst du es gleich nochmal sagen. Also der erste war so vom Bloggen, vom Blogaufbau oder anderen zu zeigen, wie sie mit ihrem Blog Geld verdienen, hin zum Business Coach, der anderen zeigt, wie sie online ein Business aufbauen. Und jetzt vor kurzem hast du ja auch nochmal realisiert, oh mein Gott, das, der nächste Sprung ist jetzt da. Und ich bin ja Unternehmerin und ich bin darüber hinaus gewachsen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und wenn es da noch eine zweite oder noch eine dritte Stufe gab, kannst du es auch gerne nochmal hinzufügen. Ich finde das total spannend, dass du das von außen so betrachtest, weil ich hätte das jetzt gar nicht so eingeschätzt, aber wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, das ist aber so, dass man selber das meistens gar nicht so sehr so wahrnimmt, einfach weil man, ja, wie soll ich sagen, weil man selber ja die ganze Zeit dabei ist. Also man macht es ja selber durch. Ja, ja, genau. Und das ist ja dann ein fließender Prozess. Also ich glaube, die meiste Zeit hat sich das bemerkbar gemacht dadurch, dass ich einfach unzufrieden war, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie, mir macht das irgendwie nicht mehr so richtig Spaß und woran liegt das? Und natürlich habe ich dann überlegt, was kann sich ändern oder was darf sich ändern, damit ich dann auch wieder mehr Spaß dran habe an dem, was ich hier tue. Und es ist nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich überhaupt gar keinen Spaß mehr hatte, aber bestimmte Sachen habe ich dann so gedacht, Mensch, das hat mir vor ein paar Jahren noch mega Spaß gemacht, warum macht mir das jetzt keinen Spaß mehr? Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, ja, ich bin da einfach rausgewachsen. Es interessiert mich einfach nicht mehr so sehr wie am Anfang. Es ist für mich jetzt so mittlerweile völlig zur Routine geworden. Und wenn man dann dazu lernt und sich weiterentwickelt, dann gibt es auch so viele neue Themen, über die man sprechen möchte, ja, oder wo man sagt, hey, da habe ich die letzten Jahre so viel gelernt, da möchte ich jetzt auch das, was ich gelernt habe, weitergeben und nicht die Dinge, die ich vor 7 Jahren gelernt habe, ja, die gebe ich heute immer noch weiter, aber eben dann eher über Kurse und über Videos, die ich aufgenommen habe und eben weniger jetzt über Live-Calls oder so, weil Live-Calls, finde ich, sind immer ganz cool, wenn du auch aktuellere Sachen machen willst, ne? Dann sind Live-Calls besser geeignet, als ein Video aufzunehmen, was vielleicht nach ein paar Wochen schon wieder überholt ist, ne? Genau. Und dann war ja einmal der Schritt sozusagen von weg von dem Bloggen hin zu dem Business-Coaching. Das ist aber auch so ein Prozess gewesen, weil ich tatsächlich es immer so gemacht habe, jahrelang. Mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden, weil ich auch hier gelernt habe, dass ich es anders machen muss in Zukunft. Am Anfang war es immer so, ich habe etwas selbst hinbekommen für mich in meinem Business und habe dann entschieden, okay, jetzt da ich weiß, wie es geht, kann ich anderen zeigen, wie das funktioniert, damit sie das auch schaffen. So, das war einmal mit dem Bloggen so. Das nächste war dann Thema E-Mail-Liste aufbauen. Da hatte ich mich schon mehr oder weniger, ohne das so richtig zu merken oder zu beabsichtigen, hatte ich mich so ein bisschen als E-Mail-Marketing-Expertin damals auch positioniert. Und als dann der E-Mail-Marketing-Kurs kam, da waren alle so, wow, krass, da haben wir eigentlich schon drauf gewartet und mir war das gar nicht so klar. Aber deswegen funktionierte das auch sehr gut. Aber das habe ich auch nur gemacht, weil ich selber halt schon zu dem Zeitpunkt eine relativ, also heute ist es natürlich klein, aber damals war es eine relativ große E-Mail-Liste für mich und dachte, krass, die anderen strugglen damit, ich habe es hinbekommen, ich mache dazu einen Kurs. Und dann kam das Thema Launchen mit Launchmagie, das Programm gibt's ja auch heute noch. Und ich habe dann halt einfach sozusagen irgendwann gemerkt, ich muss wegkommen von diesem, ich teache anderen nur das, wie ich es selbst gemacht habe, weil ich festgestellt habe, erstens, die Dinge, die ich vor 7 Jahren gemacht habe, die würden teilweise heute so gar nicht mehr funktionieren, weil einfach Online-Marketing, Online-Business sich so schnell wandelt.
Und zum anderen habe ich auch festgestellt, dass viele meiner Kundinnen und Kunden ja ganz andere Voraussetzungen haben. Das heißt zum Beispiel, als ich meinen ersten großen Launch gemacht habe mit diesem fünfstelligen Umsatz, davor hatte ich schon ein paar Mal gelauncht, ich hatte auch schon andere Kurse erstellt, das war also nicht mein erster Online-Kurs und so weiter. Und ich habe aber realisiert, dass viele Kunden, die zu mir kommen, die noch am Anfang ihres Business stehen, die haben ganz andere Voraussetzungen oder eben Voraussetzungen nicht, die ich damals hatte. Das heißt, ich kann ihnen auch nicht eins zu eins die Strategien geben, mit denen ich damals losgegangen bin, weil ich damals halt schon ganz andere Voraussetzungen und Startbedingungen hatte. Und da jetzt anzufangen, auch zu schauen, okay, auch mit der ganzen Erfahrung, die ich mittlerweile habe, ich würde heute auch Dinge anders machen. Klar, weil ich ja da ganz viel dazugelernt habe in den letzten Jahren. Und ich würde viele Dinge, die ich vor 7 Jahren oder 6 oder 5 Jahren gemacht habe, so heute nicht nochmal machen. Ich würde es jetzt anders machen. Und diesen Mindset-Shift hinzukriegen, wegzugehen von, ich bringe dir genau das bei, was ich selber gemacht habe und ich weiß, bei mir hat es funktioniert, hin zu, ich vertraue sozusagen meiner Expertise so sehr, dass ich weiß, auch wenn ich es nicht exakt so gemacht habe, wie ich es dir heute beibringe, weil ich einfach glaube, ich habe jetzt mittlerweile einen besseren Weg, ich würde es heute selbst anders machen. Und dann aber trotzdem zu vertrauen und zu sagen, ich weiß, der Kunde wird Ergebnisse kriegen, weil meine Expertise so hoch ist, dass ich etwas nicht unbedingt eins zu eins exakt so gemacht haben muss, damit der Kunde auch ein Ergebnis für sich sieht. Das struggle ich tatsächlich immer noch mit, weil ich das schwierig finde, weil ich es so lange so gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich mache was, und dann zeige ich den Kunden eins zu eins, wie ich es gemacht habe und damit sie es auch hinkriegen. Und dann hast du ja ein ganz anderes Vertrauen darin. Total. Und heute ist es so, ja, ich habe bestimmte Ergebnisse erreicht, aber wie ich da hingekommen bin, das teache ich teilweise den Kunden anders, weil ich es so heute nicht nochmal machen würde. Und das war für mich auf jeden Fall ein ganz großer Mindset-Shift auch und auch eine Sache, an der ich, glaube ich, immer noch arbeite und die noch nicht 100% abgeschlossen ist, weil, ja, wie gesagt, man braucht dafür eben auch sehr, sehr viel Vertrauen. Und nur weil andere sagen, dass man eine Mega-Expertin ist, heißt es nicht unbedingt, dass man nicht auch mal selbst an sich zweifelt. Und ich bin eher ein zweifelnder Typ tatsächlich. Total. Also von daher... Total. Ja, ist das gar nicht so einfach manchmal. Total. Ja. Das kenne ich auf jeden Fall auch. Ne? Das ist ganz wichtig und ich finde es auch total toll, dass du das sagst, weil ich glaube, dass es anderen auch nochmal Mut macht und es einfach auch total wichtig ist, dass wir nicht so auftreten und denken, hey, alles ist perfekt. Aber ich kenne das auch und ich glaube, die Dinge, die wir anderen anders vermitteln, ist, weil wir natürlich auch gelernt haben, was besser funktioniert oder wir haben bestimmte Fehler einfach gemacht und denken, oh mein Gott, wenn ich das anders gemacht hätte, wäre das ja viel leichter gewesen. Das ist ja totaler Blödsinn, was ich da gemacht habe. Ja. Oder wie cool ist das denn, wenn ich diese Sache anders mache, dann ja, kriege ich bessere Ergebnisse. Und ich glaube, das ist halt auch eine schöne Möglichkeit, sich das nochmal anzuschauen. Denn wir haben ja Fehler gemacht und wir helfen unseren Kunden dabei, diese Fehler nicht zu machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dann zu schauen, ob das für unsere Kunden funktioniert. Ne? Und dann haben wir ja auch wieder den Beweis, also auch wenn wir es so nicht gemacht haben, können wir halt gucken, dass unsere Kunden das machen und dass sie das an uns wieder zurückvermitteln, damit wir sicher sind, ah cool, das funktioniert tatsächlich und guck dir mal an, was für grandiose Ergebnisse diese Person gekriegt hat. Mega, mega gut. Ja. Ein Punkt, auf den ich noch mal ganz kurz mit dir zu sprechen kommen möchte, ist das Thema Loslassen. Also du hast jetzt schon erzählt, ne, du hattest ganz viele Produkte und es hat sich viel verändert. War das für dich auch ein Thema, so diese alten Produkte loszulassen? Oder war das etwas, wo du gesagt hast, okay, das ist dir ganz leicht gefallen, weil das vielleicht auch keine Produkte waren, die jetzt über einen längeren Zeitraum oder so gingen? Also es ist mir auf jeden Fall am Anfang leichter gefallen als heute, weil heute habe ich ja mehrere Mitarbeiter, auch Festangestellte halt. Ich habe eine GmbH gegründet. Ich habe natürlich heute einen ganz anderen, ja, wie soll ich sagen, Kostenfaktor jeden Monat. Das heißt, meine Fixkosten jeden Monat sind im mittleren fünfstelligen Bereich. Und da jetzt so ein Produkt, was gut läuft und Umsatz bringt, zu sagen, lebe wohl, das ist halt natürlich nochmal was anderes als ganz am Anfang, wo ich ja nur mich selbst bezahlen musste, ja. Und am Anfang war es eher so, ich habe dann irgendwann spürt, nee, irgendwie ist es das nicht mehr und dann war es halt okay, wenn ich gesagt habe, ich launche das jetzt eben nicht nochmal und dann ist es ja auch so, dass du ein Produkt, was ich zum Beispiel verkaufe ja auch Evergreen-Programme, wenn das Evergreen läuft, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich verkaufe das ab sofort nicht mehr, aber trotzdem sind ja noch Kunden in dem Programm drin, die ja auch noch zu Ende betreut werden dürfen und das ist anders, wenn ich einen Kurs gelauncht habe im letzten Jahr und jetzt dieses Jahr sage, okay, ich launche ihn jetzt halt nicht nochmal, weil ich einfach darüber hinaus bin. Alles so Parameter, die
die man beachten muss. Aber ich glaube, der wichtigste Grund, warum es heute für mich nicht mehr so leicht ist, Sachen nicht mehr zu machen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, ist einfach, dass dann natürlich auch wirtschaftliche und finanzielle Sachen mittlerweile wichtiger sind, weil ich eben auch inzwischen Arbeitgeberin bin und auch schauen muss, ja, wo bleibt mein Team? Die haben eine Familie, die brauchen auch, ne, die müssen auch ihre Miete bezahlen, die sollen jeden Monat ihr Gehalt bekommen. Und da ist es natürlich nochmal eine andere Hausnummer, jetzt zu sagen, ja, wir stampfen jetzt ein Programm komplett ein und machen das nicht mehr oder so. Ne? Je nachdem natürlich, wie viel das in der Vergangenheit an Umsatz auch reingebracht hat. Wenn das von Anfang an nicht gut gelaufen ist, dann sagst du halt, okay, war ein Versuch, dann halt nächster Versuch. Ne? Aber wenn das ein Produkt ist, was wirklich über Jahre vielleicht sogar regelmäßig Geld gebracht hat, dann überlegst du dir das schon 3-mal und 10-mal, ob du das jetzt wirklich gehen lässt. Und wahrscheinlich baust du dir auch erstmal noch eine andere Quelle auf, bevor du das jetzt dann cancelst sozusagen. Mhm. Ja. Und wie sieht dein Produktportfolio heute aus? Genau, also im Moment ist es so, dass wir als Einsteigerprogramm Launchmagie haben. Da lernt man halt, wie man einen Online-Kurs erstellt, launcht und verkauft. Dann haben wir Funnelzauber. Das ist dann sozusagen das, was immer alle gerne wollen, nämlich automatisiert verkaufen. Da geht es nämlich darum, wie man Online-Kurse eben über einen Evergreen-Funnel automatisiert verkauft und sich damit eben ein regelmäßiges Einkommen aufbaut. Und dann habe ich noch die VIP-Mastermind. Die startet am 1.11. jetzt wieder. Und das ist mein Programm für sechsstellige UnternehmerInnen, die schon eben, ja, mindestens 100.000 Euro Umsatz im Jahr machen mit ihrem Online-Business und die eben weiter wachsen wollen und die vor allen Dingen so ein bisschen wegkommen wollen von diesem Selbst und Ständig, wirklich mehr zur Unternehmerin oder zum Unternehmer werden wollen, ein Team aufbauen wollen, skalieren wollen, mehr automatisieren wollen, mehr Zeit für sich haben wollen, genau. Und das ist dann sozusagen die höchste Stufe. Und ich bin aber auch hier mit meinem Latein noch nicht am Ende. Das sind jetzt zwar aktuell unsere drei Produkte, aber ich merke, dass es immer noch nicht sozusagen das Nonplusultra ist. Also die Programme an sich, die sind alle super gut. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine, wie das zusammenspielt, ne? Und wie wir die Kunden von einer auf die nächste Stufe auch mitnehmen. Da denke ich, haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben und da wird sich sicherlich auch in der Zukunft noch was ändern. Und es ist halt wirklich ein konstanter Work in Progress. Und ich frage mich momentan ehrlich gesagt, ob das jemals fertig sein wird oder ob man immer wieder dann Sachen ändert. Aber das Launchmagie zum Beispiel, unser Einsteigerprogramm ist, das ist jetzt seit Jahren schon, ne? Also das ist jetzt nicht erst seit gestern, das ist zum Beispiel schon relativ lange so. Mm. Ich glaube auch, dass sich das sicherlich immer noch mal weiterentwickelt. Ich glaube, die Produkte müssen sich nicht unbedingt noch mal zu 100% verändern, sondern vielleicht ändern die sich mehr so in Richtung der Zielgruppe. Also wen möchte man tatsächlich ansprechen und was sind die Inhalte, die sie wirklich brauchen, um schnell und effizient ans Ziel zu kommen. Und keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwann noch mal so ein größerer Wandel. Natürlich, ne, wenn es dann Richtung 7 oder vielleicht sogar achtstellig geht, dann ist das ja auch nochmal ein Sprung, wo wir dann denken, oh krass, okay, jetzt, ne, habe ich wieder ganz viele andere Dinge gelernt, die ich eben weitergeben kann. Und ich glaube, das ist halt das, was wir einfach berücksichtigen müssen. Und da auch nicht das, nicht den Anspruch zu haben, jetzt dieses perfekte Produkt oder das perfekte Produktportfolio zu entwickeln, sondern einfach auch Spaß zu haben und wirklich zu schauen, ja, was brauchen meine Kunden? Wie kann ich das noch besser machen? Oder was gibt mir eben auch Energie? Und das, was du vorhin gesagt hast, finde ich halt auch sehr schön. Also gerade hinzuschauen, wenn irgendetwas dir keinen Spaß mehr macht. Ne? Das ist ja bei mir auch ganz, ganz ähnlich. Ich habe ja vor kurzem im März den Schiebrenner Insider Club geschlossen. Und das war halt auch der Grund, weil es mir einfach nicht mehr den Spaß gemacht hat oder weil es einfach nicht mehr das war, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Und es ist vollkommen okay, diese Sachen auch loszulassen. Und es wird schwieriger natürlich, je längerfristig da natürlich auch Kunden dann in den Programmen gebunden sind. Ja. Und was du eben natürlich auch gesagt hast, ne, es wird schwieriger, wenn je mehr Mitarbeiter, je mehr finanzielle Verantwortung wir natürlich auch tragen, desto schwieriger wird es einfach. Ja. Ja, aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass man sich selbst da treu bleibt und sich da jetzt nicht durch irgendwas durch quasi quält, ja. Aber ich mache das dann zum Beispiel so, dass ich mit meinem Team auf unserem, wir haben immer so ein Quartalsmeeting, wo wir uns auch wirklich alle sozusagen richtig in echt in der Reality-Welt treffen, abgesehen von Slack und so, wo wir natürlich auch täglich kommunizieren. Und dass ich dann sage, Leute, mir ist das und das aufgefallen, was können wir machen? Ne? Und das Team ist eigentlich immer total auf meiner Seite und will
da immer gucken, dass es mir auch gut geht, weil die genau wissen, dass wenn es mir gut geht, dann ist es für alle anderen auch gut, auch sowohl für die Kunden als auch fürs Team, als auch fürs Business. Und das ist eben auch wiederum das Schöne, dass du natürlich dann nicht, in deinem eigenen Saft schmorst im Sinne von, ne, du hast nur dich selbst so mit dir selbst da in deinem Gehirn dir Gedanken zu machen, sondern du kannst halt dein Team auch anzapfen und sagen, keine Ahnung, mir ist aufgefallen, dass ich da dran vielleicht nicht mehr so viel Freude habe. Was können wir da denn tun, dass entweder jemand anders das dann macht oder was können wir tun, um da ein neues Produkt zu etablieren oder whatever, ja. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich wirklich in meine beste Energie komme, wo ich wirklich Spaß habe, wo ich vertraue, wo ich sage, das ist jetzt Leidenschaft und das ist echtes Thema, da könnte ich stundenlang ohne Total. Punkt und Komma drüber reden, dann kommt diese Energie auch bei den Kundinnen und Kunden gut an und das ist dann auch das, was die Leute anzieht und wo die sagen, hey, bei Katharina gucke ich mal, da werde ich mal ein Programm buchen, weil das ist so die Energie, in der ich auch arbeiten und mein Business aufbauen möchte. Ja. Auf jeden Fall. Und das, was du vorhin auch gesagt hast, ist, wenn wir Programme haben, die eben funktionieren, dann ist es eben auch total gut, wenn wir unser Team anlernen oder zum Beispiel auch andere Coaches oder so einstellen, die diese Sachen dann vermitteln. Denn eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, nicht jeder möchte zur Unternehmerin oder zum Unternehmer werden, nicht jeder möchte sich ein großes Business aufbauen und es gibt viele Leute, die einfach gerne frei und unabhängig sind, die aber trotzdem gerne hier und da ein paar Stunden arbeiten, die ein bisschen Abwechslung brauchen oder auch gerne in ein Team integriert werden möchten, weil sie nicht den ganzen Tag alleine vor sich hinarbeiten wollen. Ne? Und auch das gibt es und auch das ist möglich. Und ich glaube, wenn wir uns ein Produktportfolio aufbauen bzw. unser Produktportfolio entwickeln, dann können wir eben auch immer schauen, so wie du das machst, wie kann ich Produkte von mir loslösen? Also was sind Produkte, die andere übernehmen können, aber Katharina Lewald-Style eben unterrichten und nicht ihr eigenes Ding unterrichten. Ja, total. Und das ist auch tatsächlich eine Stufe, wo wir jetzt auch dran sind, beziehungsweise vieles ist natürlich auch schon umgesetzt. Nur mir ist das halt sehr spät auch aufgefallen. Also das ist auch definitiv ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe zu spät angefangen, auch die Menschen in meinem Team dazu zu ermächtigen, eben auch mit den Kunden zu arbeiten. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, ey, Katharina ist Land unter, die macht immer die ganzen Calls und die macht die immer die ganzen Inhalte für die Kurse erstellen und das ist einfach alles too much. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich müsste jetzt schon mal gucken, dass eben nicht ich immer alle Kundencalls machen muss. Und dann war halt relativ schnell der Gedanke da, ja cool, aber dann ist es doch besser, wenn das Team eher die Einsteiger betreut, weil das auch noch nicht so anspruchsvoll in Anführungszeichen ist, ne, als wenn du mit Menschen arbeitest, die eben schon ein Team haben oder ein mehrstelliges, sechsstelliges Business haben, auch eine ganz andere Verantwortung dahinter haben und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es sowieso etwas, wo ich jetzt nicht mehr so mega leidenschaftlich drin bin, weil das für mich 1 Jahre her ist und nicht mehr so die Herausforderung darstellt. Und es ist halt schon ein großer Unterschied, ob du da mit Leuten arbeitest, die halt schon voll wissen, was ist mein Thema, wer ist meine Zielgruppe, was ist meine Expertise, als wenn du mit Menschen arbeitest, die da noch sehr unsicher sind. Und da unsicher zu sein, ist völlig normal. Das sind alle am Anfang. Und das ist auch voll okay. Und bei uns sind auch alle Kunden willkommen, die unsicher sind, weil da helfen wir ja dann, diese Sicherheit und Klarheit zu bekommen. Und da bin ich dabei, eben mein Team wirklich so aufzustellen, dass die eben dann auch super in diesen Situationen unterstützen können und dass ich mich dann eben auf die konzentrieren kann, die, sag ich mal, nicht mehr das Problem haben, ich weiß nicht, wie ich Geld verdienen soll, ja, sondern die eher das Problem haben, keine Ahnung, ich habe jetzt das Geld, aber wie mache ich jetzt weiter, wie baue ich mein Team auf, was ist eigentlich meine Vision, wie will ich auch langfristig wachsen, wie darf sich mein Leben auch weiterentwickeln, auch mit dem Business natürlich. Und das sind dann Themen, die mich mittlerweile mehr ansprechen, weil das sozusagen noch nicht so lange her ist, dass ich selbst diese Gedanken hatte und mir diese Fragen gestellt habe und dann auch wieder daran gewachsen bin. Ja, das heißt also, ich habe für mich festgestellt, mir macht es am meisten Spaß, wenn die Kunden sozusagen vielleicht 2, 3 Schritte hinter mir sind. Wenn sie 10 Schritte hinter mir sind, dann ist es mittlerweile für mich persönlich jetzt nicht mehr eine mega Herausforderung. Aber natürlich kommen trotzdem sehr viele Menschen aus dieser Gruppe zu uns, weil natürlich sehen die den Erfolg und möchten was Ähnliches vielleicht auch erreichen. Und das ist dann eben super mit meinem Team, weil die wissen da super gut Bescheid. Die kennen die Programme in- und auswendig, die wissen, wo was ist. Die können die Calls mittlerweile machen. Ja, über Technik, Kram macht seit Jahren schon Mitarbeiter von mir, darum muss ich mich glücklicherweise gar nicht mehr kümmern, weil das war von Anfang an nie mein Lieblingsthema, so Technik zu erklären oder so. Und das Coole ist einfach, dass sich jeder im Team, also
ich natürlich, aber auch alle anderen im Team sich auf ihre Stärken fokussieren können und wir genau schauen können, was sind jetzt die absoluten Stärken von Katharina und das auch ins Business einbringen und was sind die absoluten Stärken jedes einzelnen Teammitglieds und die den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das Krasse daran ist, und das ist auch etwas, was mir so die letzten Wochen erst so richtig klar geworden ist, ich mache ja viele Dinge in meinem Business schon seit Jahren gar nicht mehr. Und wenn dann der Kunde kommt und fragt, ja, wie macht ihr das jetzt ganz genau mit den Facebook-Ads? Wo muss ich denn da klicken? Dann sage ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe seit Jahren nicht mehr in den Business-Manager reingeguckt. Das macht mittlerweile seit Jahren jemand anders für mich. Und es ist doch viel besser, wenn ich ein Teammitglied dahinsetzen kann, was unsere Ads wirklich betreut und ganz genau aus dem FF weiß, was ist die Strategie dahinter? Was machen wir da? Wo muss man klicken? Und wie muss man so eine Ad erstellen? Da hat der Kunde doch viel, viel mehr von, als wenn ich da jetzt sowas rate, weil ich damit schon seit ewig nichts zu tun habe, sondern ich bin dann eher sozusagen für das Business-Coaching, für das große Ganze und für das, wo muss ich klicken und wie lege ich denn jetzt eine Anzeige an und so weiter oder wie baue ich denn jetzt eine Grafik in Canva. Das kann dann wunderbar mein Team machen. Da sind die viel besser drin als ich mittlerweile und wissen da viel, viel besser Bescheid. Und unser Ziel ist ja, dass der Kunde ein Ergebnis bekommt. Und natürlich möchte ich dann meine Stärken einbringen. Aber meine Stärke ist eben nicht, wo muss ich klicken oder wie baue ich ein Bild in Canva. Aber das kann das Team halt super gut, weil die das ja tagtäglich auch bei mir im Business eben doch machen. Total. Ne? Aber ich mache das halt nicht mehr. Genau. Richtig, ja. Das sind Sachen, ne, mit denen du dich früher beschäftigt hast. Ja. Ich musste jetzt vor kurzem nochmal in Canva einsteigen, weil wir Personalmangel hatten und ein Teammitglied ins Krankenhaus musste. Und ich dachte, oh mein Gott, Hilfe. Jetzt musste ich mich in Canva nochmal einfuchsen und dachte, oh mein Gott, da hat sich ja alles verändert. Ja, ja, genau. Oder manchmal, dann haben Kunden auch, habe ich irgendein Tool empfohlen, dann haben die gefragt, was kostet das denn oder wie viel kostet das? Ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Solche Sachen weiß ich nicht mehr, ja. Oder wir haben so viele Tools, also ich habe keine Hirnkapazität, mir bei jedem einzelnen Tool zu merken, was es kostet. Und ich meine, das kann man ja auch googeln. Also ich meine, das findet man ja relativ leicht raus. Und also dass man da einfach schaut, was sind deine Stärken in deinem Business? Wie kannst du die am besten einbringen? Und für alles andere suchst du dir Leute, die dich dann dort eben auch unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht für die Kundinnen und Kunden das Allerbeste, was sie kriegen können, weil sie dann dich in deiner vollen Energie kriegen und mit deiner absoluten Stärke, was bei mir eher so das strategische, analytische ist, sag ich mal, und auch, glaube ich, so ein bisschen Mindset-Themen, und das Team dann eher für die, wie ganz genau setze ich das denn jetzt um? Ne? Ja. Und das ist dann, finde ich, eine super gute Mischung, wo die Kundinnen und Kunden von uns genau das Beste kriegen, was wir ihnen bieten können, damit sie eben ihr Ergebnis bekommen. Total. Und das hat auch ja mit Loslassen zu tun, ne? Produkte loszulassen, total, wo du halt rausgehen musst und sagst, total, okay, ich lass jetzt hier mal los und ihr macht das. Das ist mega, mega und schwierig. Das ist halt auch nochmal ein sehr schwieriger Step, von daher, ne, dieses ganze Business, so wie wir uns das am Anfang vorstellen, so sieht es am Ende nicht aus. Und ich glaube, dass was einfach wichtig ist, dass wir bereit sind, auch zu wachsen, dass wir bereit sind, uns zu verändern, dass wir bereit sind, auch immer wieder innezuhalten und nochmal zu reflektieren und zu gucken, hey, was passt denn jetzt, was passt nicht mehr, was darf bleiben und was darf gehen. Und am Ende können wir es halt nicht allen recht machen, wir können uns nicht um alle Kunden kümmern, wir können nicht alle Produkte entwickeln und alles selbst betreuen und managen, sondern müssen einfach Dinge loslassen, sei es Produkte, die komplett wegfallen oder Produkte, die wir halt an unser Team abgeben, damit sie unsere Kundinnen und Kunden einfach betreuen. Ne? Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich bin mir sicher, dass sich da in den nächsten Jahren noch ganz viel ändern wird. Ne? Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man einfach wirklich Lust drauf haben muss und bereit für sein muss. Ja gut, ich meine, Veränderungen passieren so oder so, ob man da Lust drauf hat oder nicht. Ja. Ich glaube, der einzige Weg mit den Veränderungen, die ja ohnehin passieren, umzugehen, ist eben das, was du gerade sagtest. Also sich immer wieder zu fragen, wo stehe ich gerade, was macht mir Freude, was vielleicht nicht und woran liegt es auch. Ne? Weil es muss ja auch nicht immer die Lösung sein, ich gebe das an jemand anders ab. Manchmal kann man ja die Aufgabe für sich vielleicht auch anders gestalten oder wie auch immer. Und es ist auch übrigens aus meiner Sicht ein Irrglaube, so dieses, wenn ich mein eigenes Business
aufbaue oder starte, machen mir alle Aufgaben Spaß. Das ist einfach Quatsch. Ja, das ist einfach Quatsch, weil du hast so viele verschiedene, vielfältige Aufgaben, gerade auch am Anfang, wo du ja wirklich noch alles selber machst. Da gibt es niemanden auf der Welt, dem jedes einzelne Ding davon Spaß macht. Ja. Und da hat man vielleicht auch noch nicht so die Kapazitäten, auch finanziell, um Sachen abzugeben. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich die Sachen denn so machen, dass sie mir wenigstens ein bisschen Spaß machen oder dass sie wenigstens nicht ganz so schlimm sind. Für mich war zum Beispiel das ganze Buchhaltungsthema schlimm. Da habe ich aber tatsächlich von Anfang an jemanden geholt. Ich habe gesagt, hier, Buchhaltung und Buchführung und so mache ich nicht. Da habe ich von Anfang an jemanden gehabt. Und was viele nicht wissen zum Beispiel, es ist am Anfang, wenn man noch gar keinen Umsatz macht, super günstig, einen Steuerberater zu haben, der sowas alles für einen macht. Ja, also das ist wirklich absolut erschwinglich. Und wenn man sich dann da mit diesem Thema schon mal nicht beschäftigen muss, war für mich ein ganz großer Punkt, obwohl ich ja sogar eine kaufmännische Berufsausbildung gemacht habe. Aber trotzdem habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und das war eine der ersten Sachen, die ich schon nach wenigen Monaten damals, ich habe im November gestartet und ab Januar hatte ich dann eine Steuerberaterin, die das alles dann, die Buchhaltung gemacht hat. Also, das habe ich auch gemacht. Ja. Genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auch, wie gesagt, gar nicht so teuer. Ja, und dass man dann aber eben sich kontinuierlich immer wieder fragt, ne, wo stehe ich gerade, was wünsche ich mir gerade, was ist mir gerade wichtig, was darf gehen, was darf bleiben, wie du so schön gesagt hast. Und wenn man das jetzt nicht täglich dreimal macht, weil ich glaube, dann wird es auch irgendwann unübersichtlich, sondern vielleicht, keine Ahnung, auf einer Quartalsbasis oder mindestens mal auf einer Jahresbasis, dann ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Und dass man da auf seine Bedürfnisse hört und einfach schaut, wie schaffe ich es auch über lange Zeit, obwohl ich mich ja eben auch weiterentwickle, dann trotzdem auch Spaß dran zu haben. Und die Antwort ist möglicherweise eben nicht, ich rede 10 Jahre lang immer über die gleichen Sachen, sondern das wird sich verändern. Und wenn man sich auch andere größere, vielleicht bekanntere Leute anschaut, da ist es auch so. Die haben auch ganz anders gestartet als das, was sie heute machen. Und das zeigt auch einfach nur, dass es ganz normal ist, dass sich Dinge verändern und wir dann eben schauen können, wie wollen wir damit umgehen, dass sich im Außen Dinge verändern und im Innern natürlich auch. Und was darf sich dann eben auch da niederschlagen im Business und in der Art und Weise, wie wir unser Business führen oder auch unser Leben einfach gestalten? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss, Katharina, für heute. Ich möchte dir erstmal danken und dich da nochmal fragen, dir unserem Publikum oder unseren Zuhörerinnen und Hörern einmal kurz mitzuteilen, wo man dich findet, falls man dich noch nicht kennt. Ja, gerne unter katharina-lewald.de und ansonsten habe ich auch einen Podcast, der heißt Online Business leicht gemacht, und wenn du gerade den Podcast hörst und generell gerne Podcast hörst und dann, wenn du Lust hast, hör mal bei mir rein, es gibt schon über 170 Episoden mittlerweile, super, also cool. Da ist einiges auf die Ohren, wenn man da Lust hat. Und ganz viel Mehrwert zum Thema Online Business, also da unbedingt reinhören, wer sich ein Online Business aufbauen möchte, kommt dann Katharinas Podcast definitiv nicht vorbei. Vielen Dank. Danke, Katharina, dass du hier warst. Ich habe mich total gefreut und wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und euch natürlich auch. Bis dahin. Tschüss. Ganz lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chi-preneur.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, sei smart, bleib dran und trau dich, groß zu denken.